Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Urbex City Builder mit mir, eurem Kummerbären. Es ist verdammt viel Zeit vergangen seit dem letzten Mal. Muss mal kurz gucken, ich weiß nicht, ob ihr die Musik noch weiter hört. Genau am 1. April habe ich die letzte Folge aufgenommen. Und heute haben wir Ende Juli. Warum, wieso, weshalb? Eigentlich sollte es nur Lückenfüller sein. Also Lückenfüller ist jetzt übertrieben. Sollte schon ein richtiges Let's Play sein, was ich so mal nebenbei mache. Aber dass das jetzt so lange, 3 Monate leider liegt, war jetzt nicht geplant. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe echt keine Ahnung mehr. Ich gehe einfach rein. Ich weiß keine Steuerung mehr. Ich weiß nicht, was das Spiel mir beigebracht hat. Ich weiß es nicht mehr. Deshalb müssen wir es jetzt quasi neu entdecken. Für euch ist ja wahrscheinlich nur eine Woche vergangen, je nachdem, wann scharf ihr das Spiel einplant. Aber für mich, wie gesagt, 3 Monate. Und ich weiß nur noch, dass ich irgendein Ziel hatte. Ich weiß, dass wir Minen gebaut haben hier oben. Genau. Die hier. Kohlemine. So, dafür Leute braucht, die man die Radios baut. Kohlekraftwerk. Und ich weiß immer noch nicht, ob das hier das Tutorial ist. Oder wird das, ich bin der Meinung, dass es das Tutorial ist. Oder ob wir hier wirklich eine Stadt bauen. Aber wir müssen ja Aufgaben erfüllen. Das weiß ich noch. Ich weiß nicht mal, welche Aufgaben das waren. Welche Aufgaben waren das? Ist ja eigentlich. Nein, nur Info, ne? Ist das hier das, was ich machen soll? Gehe im Sportbaumenü. Wahrscheinlich das sein. Mit dem Cursor auf dem Multisportplatz. Der sein. Hallo? Okay, der nächste große Schritt ist, Häuser im Stadtzentrum zu bekommen. Diese brauchen mehr Bildung, die von einer weiterführenden Schule bereitgestellt werden kann. Aber was ist jetzt mit dem Multisportplatz? Muss ich den bauen? Soll ich den bauen? Noch vorherige. Ach, wie du ihn freischalten kannst. Aha, okay. Kannst du ihn bekommen, indem du weitere Sportgebäude baust. Okay, das heißt, ich brauche noch 3 Sportgebäude und ich brauche 10. Habe ich Eisen? Habe ich? Habe ich? Habe ich nicht. Weiß nicht, habe ich Eisen? Ich vermute noch nicht, weil ich sehe hier nichts. Okay. Es gab zwischendurch ein Update? Ich glaube, es gab zwischendurch ein Update, weil das da irgendwie gefühlt anders aus. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Hier steht es ja, aber um sie zu bauen, brauchst du Steine, die du später bekommen wirst. Ja, wow. Ah, doch, Tutorial. Okay, dann ist das Tutorial. Okay. Der nächste große Schritt ist es, Häuser im Stadtzentrum zu bekommen. Diese brauchen mehr Bildung, die von einer weiterführenden Schule bereitgestellt werden kann, die wiederum Stahl benötigt, da von einem Stahlwerk produziert wird. Ah, jetzt soll ich ein Stahlwerk bauen. Wo denn? Brauche ich hier wahrscheinlich, ne? Stahlwerk. Was brauchst du? Stahlwerke müssen in der Nähe von Lagern und Häusern sein. Oh, habe ich irgendwo Lager gebaut? Kopiert? Lager gebaut, nicht. Ein Lager. Im Laden? Nee, du bist jetzt beide Siedel. Kann mich erinnern, irgendwo ein Lager gebaut zu haben. Ist dir das noch? Nee, auch nicht mehr. Boah. Wo habe ich? Sägewerk. Da, Lagerhäuser. Baut? Irgendwo? So. Ich nur ganz kurz gucken. Ich habe gleich kein. Was ist das? Eisen mehr. Okay, die sehen so. Also. Wie viele Lagerhäuser brauche ich? Brauchte ich denn für ein Stahlwerk? 8 oder mehr Logistik. In einem Radius von 4. Ja. Mindestens 6 Anwohner. Also hier könnte ich es hinstellen, aber ich bräuchte nochmal 4 Lagerhäuser. Hier. Da bin ich doof. So, dann mach. So richtig.
Scheiße, jetzt haben die Anwohner. Aber da können ja Anwohner bauen. Zack, zack. Geh mehr an. Wir gucken mal 6 an. 6. Jawohl. Kein Baum steht im Weg, oder? Stahlwerk, ne? Jetzt ein Stahlwerk gebaut. Jetzt habe ich die große Eisenmine freigeschaltet. Eisenbergarbeiter. Okay. Cool. Ist die große. Oh, da, oh! Jetzt produzierst du Stahl, aber zu welchem Preis? Wahrscheinlich haben sich die Häuser in den Stahlwerks in Baracken verwandelt. Ne? Vielleicht gefallen dir diese Häuser besser, wenn sie produzieren viel Arbeit und verbrauchen wenig Ressourcen, obwohl die Menschen natürlich nicht sehr zufrieden sein werden. Unter diesen Häusern werden einige zu Rebellenhäusern, die die Selbstorganisation verstärken. Wenn du 3 Selbstorganisationen hast, kannst du anarchistische Bars bauen, denn selbstverwaltete Buchläden und schließlich die anarchistische OP, anarchistische Kommunen. Das ist ein langer Weg. Gehe im Nachtleben-Menü mit dem Cursor auf die anarchistische Bar, um zu sehen, wie du sie freischalten kannst. So, hier, ne? Die Kamera, hier. Wie kann ich keine Polizeistelle Freitus von 5? Was ich. Moment, eins nach dem anderen. Da du jetzt Stahl produzierst, hast du die Materialien, um die Eisenmine zu einer Schwereisenmine auszubauen. Die braucht Stahl für das Upgrade und die Logistik. Baue 6 Lager in der Nähe einer deiner Eisenmine und sie wird zu einer schweren Eisenmine aufgerüstet. Ach so, ist schon fertig. Ja, weil die 6 Lager schon hier waren. Okay, verstanden. So, und jetzt, du kannst. Was ist denn jetzt hier mit den anarchistischen. Ich kann schon anarchistische Bar bauen. Hier drüben waren doch irgendwo Bellenhäuser hier, ne? Ah, so. Anarchistische Bar. Keine Ahnung, ob das bringt, aber. Du kannst jetzt einen Stadtrat aufbauen, der es dir ermöglicht, mal Politik zu machen, um die Gesellschaft zu formen, die für deine Stadt willst. Baue einen Stadtrat auf. Religion. Hier vielleicht. Nachbarschaftsrat. Wo baue ich denn einen Stadtrat? Das? Kultur? Nein. Religion, Sport. Eigentlich jetzt hier, müsste es hier sein. Kleiner, Fischmarkt. Stadtrat, was brauche ich denn dafür? Ja, brauche ich noch Bevölkerung. Ah, komm. Bevölkerung. Als erstes machen wir mal die ganzen Pflanzen hier platt, ne? Zack. Zack. Oh ne, stopp, Moment. Das waren die guten. Ich bin gerade überlegt, waren das die guten Häuser, die nichts in der Nähe haben? Ja, aber, ganz ehrlich, das ist so richtig das Lager gebaut, ich Depp. Die Häuser. Die Lager sehen auch sehr komisch aus. Haben wir bald, ja, könnte man hier, nee, Essen haben wir, ach, Essen haben wir noch. Was? Das Arbeit haben wir noch. Weiß nicht. Das hat freigeschaltet. Wo ist ich denn hin? Hier habe ich noch was freigelassen. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Ja. Hier ist alles voll. Hier habe ich alles voll wegen den Häusern hier unten. Und erstmal hier. So. Uiuiuiui. Der nächste Grundschritt Häuser im Stadt. Ja, das mal jetzt nichts. Regionale Prämie Asien? Was? Einzigartiges Gebäude, Wolkenkratzer. Ja. Häuser kostet 15 W, Waffen, Lebensmittel, Holz. Gut, ich würde mal sagen, ich bin in Asien. Keine Ahnung. Gemeinschaftsgarten ist aktiv anscheinend. Bewohner können in den Parks Gemüsegärten anlegen. Verlängerte Arbeitstage, mehr Stunden für mehr Arbeit. Aha. Reduzierte Arbeitstage. Überausbeutung von Holz. Nachhaltige Forstwirtschaft 30% Holz war das hier. Warum sollte ich das? Großgrundbesitzer senkt das Glück. Was ist ein Glück? Du bist Glück, ne? Glück oder Zufriedenheit? Bevölkerung, Zufriedenheit, Grünanlagen. Okay, das heißt. Das heißt, wäre 0,5, wenn ich Großgrundbesitzer mache.
Ja, noch habe ich genug Nahrung, ehrlich gesagt. Nimm Farmessenproduktion 10% ab, erhöht alles glücklich. Achso, produziert 10% weniger, aber das Glück wird erhöht. Okay. Überbevölkerung. Aha. Okay, alle auf die Felder. Okay, Leibeigner. Nein, nein, sie sind keine Sklaven, sie müssen nur für den Landbesitz arbeiten. Natürlich. Im Verpächter, okay. Unterstützt die Fußballmannschaft der Stadt. 50 Lebensmittel mehr. Oder sofort aktiv? Das sind auch keine 50, sind von 100, Leute. Wieder. Was? Und Hilfsarbeiter geht in 200. Sind die Hilfsarbeiter? Hilfsarbeiter. Reduktion des Heizens und Brennholz. Ja, gut, okay. Märkte in Parks. Reize im Grün um 0,1. Okay. Märkte auf Fußball. Was? Fußballplätze produzieren einmal Nahrungsmittel, erhöhen ihre Nahrungsmittel. Das Sportwerke sind um 0,3. Ist die Sportwertfahrt erhöht? 1, dann sinkt um 0,2. Oh, ich muss 500 warten, meine andere Maßnahme einzuführen. Okay, aber das ist Level 1, was ist denn Level 2? 2, Wassermühlentechniker. Ich habe eine Wassermühle, oder? Die habe ich hier links. Die braucht dann 50. Die 20 Facharbeiter, ne? Fachkräfte. Ja. Holzfällerhäuser. Privatisierte Schulen. Unvereinbar mit kostenlosen Schulen. Facharbeiter. Ja, kostenlose Schulen. Kirchen mit Essensausgaben. Was Angebote einholen. Hier. Ganz reduziert. 100 Nahrungsmittel. Okay, das heißt, ich kann den Markt sparen oder so. Was ist der Bacchuskult? Haben einen Nacht. Genau. Bezahlt Bergarbeiter mit Jetons. Wenn Bergarbeiter, das ist einfach produktiv zu indem man sie 12 Stunden. Okay, der hörst du Eisen. Eisenkohle ab, ihr guckst. Hier, anarchistische Erziehung. Bildung auf dem Land braucht kein Mensch. Erleben erlaubt das Trinken in Parks. 0,4 an Grünflächen schon. Kinderarbeit, was? Warum führt man sowas ein, wenn man weiß, dass die Leute es eh nicht machen? Feuer das Glück, warum soll ich es? Für die Alkoholsteuer. Ringert das Nachtleben über die Zahl der Fach- und Hilfsarbeiter. Okay. Alkoholverbot. Mit den Glauben um 50%, das ist krass. Reduktion der Ungleichheit. Auf einmal muss ich immer ein bisschen drücken. Mehr Polizei. Das ist geil. Mehr Polizei verbrauchen 50 unqualifizierte Arbeitskräfte. Okay. Spezialkräfte. Auf 50 qualifizierte Arbeitskräfte. Religiöse Autorität, das bin natürlich ich. Gefängnisarbeit. Bezieht die Gefängnis schon? Was sind die Bedingungen Gefängnis? Gefängnis erhöht das Glück. Ja, und was im Gegenzug? Jetzt kommst du bald auf dem Feld. Was? Haben einen Bewohner mit Glück 4. Hä? Okay. Fahrradfahrer gewinnen. Ahnung. Das waren die Fortschritte. Ach stimmt, ich habe ja die Wohlstandsfahrt gewählt. Ich muss ein modernes zweistöckiges Haus erreichen. 40 Stück. Das hier. Obikobia. Ach ja, das waren die Dings und die Richtlinie. So, die Karte, die wir nichts. Okay. Nicht ganz zurückhaben. Hi. Ah, okay, danke.
Okay, Häuser in Stadtzentrum, Häuser im Stadtzentrum zu bekommen. Das heißt, wir brauchen eine weiterführende. Ich habe ein Stahlwerk gebaut. Du kannst die Information dieses Vororthauses ansehen. Baumärkte, hä? Baue ein Baumarkt oder eine Reparaturwerkstatt. Baue ein. Oh, hier. Ich brauche mehr Bevölkerung, Eisenbahngeschäft. Ich habe noch nicht mal Polizeistation. Oh Mann, was ist der denn so? Oh Mann. Ich kann den Mutti spielen. Ich glaube, ich habe irgendwo ein Gefängnis gebaut. Ich habe das außerhalb gebaut. Hier? Die Eisenbergarbeiter. Das ist. So, aber wo baue ich denn jetzt hier? Was? Rote Brücke. Raiden? Wo ist das schon die rote Brücke? Ach, keine Ahnung. Das ist Getreide, das ist alles Landwirtschaft. Baumarkt muss eigentlich hier sein. Du kannst hier die Vorstadt, Vororthäuser brauchen Bildung, um zum Haus im Stadtzentrum aufzusteigen. Aber sie brauchen auch Werkzeugdienste, die auf zwei Arten erreicht werden können. Baumärkte oder Reparaturwerkstätten. Baumärkte brauchen Waren, die in Fabriken hergestellt werden, denn Reparaturwerkstätten sind hier nicht auf Freizeit der Umgebung ausführen, aber keine Waren benötigen. Wie baue ich denn ein Eisenwarengeschäft? Ich glaube, das Eisenwarengeschäft ist der Baumarkt, würde ich jetzt mal spontan sagen. Verband ist was anderes. Polizeischutz da. Ich würde sagen, das hier ist der Baumarkt. Alles andere wird. Aber dazu müssen wir noch mal Leute. Ich habe das hier freigelassen, ich weiß. Weil irgendwie der Markt. Was ist. Also Dorfkneipe. Wenn ich irgendwo einen Markt. Achso. Irgendwo einen Supermarkt hinbauen. Wo ich da mal. Nee. Stadtrat. Hä? Ja, kleiner Supermarkt, genau. Da, das. Da, das ist der. Ah, deswegen. Also ich muss hier einen kleinen Supermarkt. Kleiner Supermarkt, genau. Das heißt, der geht da. Das heißt, um das abzudecken, muss da sein. Ja. Ja. Das heißt, Straße muss hier sein, wenn ich dann habe. Ja. Ja, ja. Zack. Zack. Ich. Dann brauche ich mehr Leute. Kommt her, Leute. Halt nur nicht. Braucht er dann noch eine Bar wahrscheinlich? Warte mal. Das ist Essen. Das ist lokaler Markt. Brauche ich den auch? Das ist der. Brauche ich Acker? Okay. Fischmarkt. Kann ich auch wahrscheinlich hier nur in der Nähe von den Fischding bauen. Der Nachbarschaftsrat brauche ich nicht. Oh, was brauche ich, eine Schule brauchen? Okay. Wo noch ist der Stadtrat? Da ist die Schule.
Ah, genau, du bist die Sch. Okay, die sind noch drin in der Sch. Bitte. Upgrade zur Karakensiedlung. Umweltverschmutzung. Umweltverschmutzung. Noch. Auf jeden Fall wieder Parks bauen, gehe ich mal stark davon aus. Hier Platz, gehe ich mal. Dann wahrscheinlich, also hier die Kneipe. Platz oder die Fläche. Oben ist alles grün, sehr gut. Auch, oh, noch dieser Platz ist ja hier, den drauf. Vielleicht. Ja, das. Aber wenn ich jetzt hier Schule müsste ich dann tatsächlich dann hier oben wieder bauen. Ne? Upgrade von Holz hätte. Bist du jetzt gerade? Du hast eine Holzhütte. Bieten halt 10. Was? Ich bin eine Holzhütte, also das da. Arme Vororte, okay. Achso, nee, Moment, für eine Barkensiedlung brauchst du auch Umwelt, okay. Dorfhaus. 6 Anwohner. Das heißt, ich brauche einen Anwohner. Nichts, weil ich keine Schule habe. Doch, ist noch drin. Hoch, gerade so. So, Dorfhaus. 15 oder mehr, plötzlich mindestens 6 Anwohner. Nervt. Das. Ist ein armer Vorort. Das heißt, ich brauche mehr Leute hier. Da würde ich vor sein. Hier noch. Ich misst. Scheiß Radius da, da Leute haben wollen. Wo nicht sein. Ein oder mehr Spielplatz. So, dann machen wir den Spielplatz hier hin. Den Park hier hin. Dann reißen wir das hier oben ab. Was jetzt passiert? Runtergestuft, durfst du. Reich hier, genau, reich ausgestattetes Dorfhaus. Das ist ja alles hier. Ah, 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 ah. Dreizehn haben wir aktuell. 12. Ah, kann ja hier keinen reinsetzen, oder? Kann ich nicht. Ich kann doch sagen, kein. Zur Straße, oder? Guck mal.
Ist ein bisschen umständlich hier, das jedes Mal hin und her zu switchen. Ne? Aktuell 14, komm, einen noch. Einen brauchen wir noch, einen. Einen, komm. Okay, das ist verschmutzt. Leute brauchen das halt eben. Weg. Hätte ich gesagt, 1, ja, 1, 2, 3. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt 1, 2, 4, 5. Und dann die nächste Straße. Das ist so. Hätte ich das richtig gesagt? Ja. Was hast du für ein Problem? Ich platsche wieder. Ah, ist ein Dorfhaus. Nice. Oh, hier steht Holz. Oder. Die kann jetzt auf Holzhütte aufstehen. Hä? Ah! Damit. Ich brauche Kohle. Wie viel Kohle stelle ich denn her? Produktion. Ich brauche 50 Schaufel. 30 davon. Kohle. Kohle habe ich nicht mehr. Also Produktion, wenn sie per Zug mit Folgen. Zug. Stimmt, es gab ein Update mit Zug. Das könnte ich von DLC, oder? Ich bin nicht ganz sicher. Problem ist, wo ist die Kohle? Und das. Helft mir doch mal, wie war denn das? Ich hatte nicht so viele Vorkommen, das weiß ich noch. Und ich. Oh. Strategische Sicht. Düm, düm, düm. Irgendwo könnte ich mir anzeigen lassen. Ich, Kohle. Könnte ich mir das anzeigen lassen? Hier die Wüste. Wenn hier Eisenerz da. Sehe ich das vielleicht trotzdem? Ja, noch Kohle. Kaktus. Das ist die einzige Kohle, die ich habe. Setzen oder daneben, das weiß ich gerade nicht. Daneben. Hier muss ich jetzt. Essen, ja. Essenmine, genau. Ich werde mir das mal anzeigen lassen, ich weiß nicht mehr, wie das braucht. So, okay, aber. Ich habe keine Energie und Energie kriege ich durch die Remrod-Infanterie. Nein. Okay, Kohlekraftwerk kann ich nicht. Holzfällerhaus produziert Energie. Wassermühle und die Holz. Ich versuche mal mit der Wassermühle. Ich versuche mal noch eine Wassermühle. Brauche ich für eine Wassermühle? Wassermühle. Brauche ich 100 und 300 Holz. Die 300 Holz direkt weg. Ah, ich brauche 3 Holz. Jetzt können wir nur leisten. 100 können wir auch leisten. Die erzeugt 90. Darf keine Wassermühle in einen anderen Radius haben, zu verarschen.
Da wird's gehen. Nur da. Die Kästchen. Ach so, zur Straße. Ja, das ist ja egal. Hier würde ich es ungern hinstellen. Dann hier hinstellen. Ah, dann. Dann ist Straße. Nee, geil. Okay. Wir fuchsen so langsam wieder rein. Ich sehe gerade, dass die Zeit vorbei ist. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade ein bisschen konzentriert war. Muss erstmal wieder klarkommen hier. dann vielen Dank bis hierhin bei diesem komischen, was auch immer ich hier gerade getan habe. Ich war völlig konzentriert. Ich weiß gar nicht, ich habe nichts erzählt und nichts, ne? Egal. In der nächsten Folge geht's weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.